Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind im Quest eingespaltenes Haus immer noch. Wie Bisarane vermutet hatte, wird die Halle der Gefallenen belagert. Einer der Tuata ist Saturnyn, der die Angriffe auf das Haus der Sorgen befehligt. Ich muss ihn finden und genau das tun wir jetzt mal. Ja? Während wir hier noch jemanden im Schlepptau haben, aber... Tja, ich habe ja immer so ein bisschen Schiss, dass das nicht klappt. Was ist das jetzt hier? Okay, ich habe hier voll die Gegner... Oder so? Oder auch nicht? Oder doch? Komme ich da jetzt durch? Okay, wir haben hier so ein Stinktor, weiß ich auch nicht. Jedenfalls komme ich da nicht weiter. Also da soll ich auch nicht hin, ist mir klar. Aber ich wollte wissen, was es ist. Nö, nö. Okay. Seht, das muss der Anführer sein. Saturnyn. Ach echt? Okay. Das war der Anführer. Das muss Saturnyn gewesen sein. Und wenn er dort hineingeht, das muss der Ort sein, an dem sich der Rest des Hauses der Sorgen aufhält. Wir müssen durch diese Tür. Wir müssen ihn aufhalten, bevor die Rebellen getötet werden. Okay, wie öffnen wir die Türen? Macht einfach einen Schattenschritt. Wie öffnen wir die Türen? Die Halle der Gefallenen ist eine Festung in den Feinlanden. Um in ihr Zentrum zu gelangen, müssen wir drei gewaltige Türen öffnen. Neben dem Siegelstein vor uns müsste es noch zwei weitere geben, die wir verwenden können. Sie werden uns Durchlass gewähren. Oh Gott, bitte lass sie nicht sterben. Wie kommen wir in die Feste? Die Halle der Gefallenen ist in diesen Landstrichen für ihre mächtigen Verteidigungsanlagen bekannt. Es gibt drei Siegelsteine, die die gewaltigen Türen der Feste kontrollieren. Sie sind überall in der Halle verteilt. Wenn ihr sie alle aktiviert, steht uns der Weg in die Feste offen. Okay. Lebt wohl. Wieso lebt wohl? Wenn ich das jetzt mache, dann... Was ist dann? Dann kommst du doch mit, oder nicht, Troller? So, jetzt haben wir schon mal eins geöffnet. Hier kommen aber Gegner. Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Aua. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Oh, was ruckelt das denn jetzt so? So, mach jetzt. So. Okay. Was das geruckel soll, weiß ich nicht. Aber mal so nebenbei. Ja. Entleck dich, Spiel. Ja? Warte, ich mach mal kurz. Geht es jetzt wieder oder? Geht es jetzt wieder oder nicht? Das ist jetzt nur so ein komischer, kurzer Anfall hier. Ich werde mal kurz eine Pause machen. Ich erzähle euch gleich, warum. Bis gleich. Ja, wenn es wieder ruckelt, dann weiß ich auch nicht, warum. Weil eigentlich alles jetzt flüssig laufen sollte. Es ist meine erste Aufnahme mit einem neuen Netzteil. Und ich hoffe, dass sich das hier allgemein dadurch ein bisschen verbessert. Ich werde jetzt mal hier... Kann ich das auch öffnen? Nein, da brauche ich einen Schlüssel für. Okay, das geht nicht. Und... ja, eigentlich habe ich gehofft, dass es jetzt gerade auch mit 60 FPS, ich nehme gerade auch mit 60 FPS auf, dass das jetzt alles natürlich besser ist. Deswegen weiß ich gerade noch nicht, woran es liegen könnte. Die ist schwer zu bannen. Soll ich das auf mich nehmen? Es ist immer die Frage der Frage, ne? Nee, ich lasse es mal. Ich habe keinen Bock. Ich habe eh auch noch eine Krankheit, die ich eigentlich heilen müsste. Aber egal. Ist so. So, wenn ich jetzt hier langlaufe, kommst du dann mit? Nee, sie bleibt da irgendwie stehen. Ist das gut? Ist das schlecht? Ich glaube, es ist gut. Ehrlich gesagt bin ich lieber ohne sie unterwegs. Weil man weiß ja nie. Ah nee, da ist sie wieder. Na. Oh. Ja, tobt euch aus. Oh, ich habe gar keine Heiltränke mehr. Ja, ist gut.
Ja. Okay. Den habe ich auch. Wo ist sie? Ich will sie beschützen. Sehr gut. Schön. Ist sie tot oder was? Nein, sie ist noch da. Okay. Moment. Mein letzter. Stirb. Prima. So, und die lässt du bitte in Ruhe. Sie darf nicht sterben. Ist aber auch stark. Geht doch. Ja. So. Belohnung bitte. Reparaturkit ist schön. Was ich bräuchte, wären Heiltränke. Die brauche ich sehr dringend. Sehr dringend, sehr dringend. Was sagst du? Saturnin hat sich in der Feste der Halle eingeschlossen. Okay. Lebt wohl. Ich möchte eigentlich, dass es ihr gut geht und ich wüsste immer zu gerne, wie ich den Leuten helfen kann, aber okay. Schön, hier haben wir die nächsten. Mist. Sie ist noch da. Schön. Bin ja nur hier voll im Eimerwald. Ja. Okay. Kommen jetzt noch mehr Gegner? Nee. Okay, das haben wir geschafft. Schwer, bannen. Oh Mann, aber da sind bestimmt vielleicht Tränke drin. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich versuch's einfach mal. Okay. Eins, eins, zwei, zwei. Scheiße. Aber offen ist offen. Willst du mich verarschen? Ich konnte den Schutzzauber gestorben. Geil. Das ist ja geil. Ja, schön, dass ich jetzt alles nochmal machen darf. Ja? Ja, ich würde sagen, bis gleich. Lief scheiße. Wie viele Tränke habe ich jetzt aber noch? Drei. Gut, ich mache die Kämpfe dann eben nochmal. Bis gleich. Lief blöd. Hm, toll. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Türen und was ich da zuletzt geöffnet hatte oder nicht. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen weitergekämpft, weitergespielt. Musste zwischenzeitlich auch zweimal nochmal zurücklaufen, um... Hier kommen wir nicht weiter. Doch, wir kommen jetzt hier weiter. Okay, weil wir die anderen Türen geöffnet haben, weil ich Dinger geholt habe, Tränke. Und mal gucken, ob wir die jetzt hier hinkriegen. Ich glaube, die hier waren wir zuletzt, glaube ich. Hier, die haben wir zuletzt gemacht. Aber ich habe dafür das andere jetzt schon gemacht. Also, wenn wir das jetzt geschafft haben, haben wir drei... Türen. Ja. Hört auf, mir näher zu kommen. Ja. Genau, kümmer du dich mal um den und ich kümmere mich um die anderen hier. Das ist ein toller Plan.
Wunderbar. Und jetzt noch der da. Cool. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Das ist jetzt dann quasi die dritte. Müsste es sein. Saturnminen stellen auch dieser Name immer. Okay, gut. Also ich bin jetzt, wie gesagt, bin ein bisschen schneller jetzt gewesen. Offline habe euch das vorweggenommen, aber es waren halt, wie gesagt, ein paar Kämpfe und die hätte ich nicht geschafft. Bin gestorben, habe es zweimal probiert, weil ich einfach nichts mehr an Gesundheitstränken hatte. Und von daher machen wir jetzt mal flott hier weiter. Ich habe auch jetzt nicht viel. Ich habe jetzt gerade mal 5 Tränke, das ist eigentlich nicht viel. Mal gucken, wie das jetzt wird mit ihm. Ich bin froh, dass meine Superkraft da ist. Oh, wir werden noch weiter kämpfen müssen. Und los geht's. Aua, aua, aua. Ist da noch einer oder ist das der letzte? Ich glaube, es ist der letzte. Immer drauf. Komm schon. Ja, stell dich doch selber hier mal. Stirb. Mädel, du musst rumkommen, sonst triffst du ihn nicht. Hab ich das jetzt abgekriegt? Warum krieg ich ihren Scheiß ab? Es war gerade so, als hätte ich ihren Scheiß abgekriegt, den sie eigentlich auf ihn machen wollte. Aber okay. Gut, wenn ihr meint. Weichkrabbelpulver, das bringt's nicht wirklich. Okay, wir sollen hier lang. Ah, und dann öffnet sich nämlich die Tür da hinten, die vorher nicht ging, weil wir jetzt alle drei geöffnet haben. Das ist ja prima. Dann komm mal mit. Jetzt ist sie offen. Bleibt sie da hinten stehen? Oder beamt die sich jetzt gleich hier wieder her? Ich glaube, die beamt sich her. Das lief gut. Ich speichere mal. Obwohl, ich könnte auch noch mal hier konsummäßig was nehmen. Diese da, Krafttrank, Stahlvorhang. Das finde ich gut. Und dann speichere ich mal ab. So, mal gucken. Mal gucken, wie das jetzt wird mit dem Saturnyn. Am besten einfach gleich die Magic Power nehmen. Das ist einfach vortrefflich. Ich hatte schon Angst, ich hätte nichts mehr zu tun, nachdem ich diese erbärmlichen Geschöpfe abgeschlachtet habe. Mhm. Lass das Haus in Frieden, Saturnyn. Kommt schon, Saturnyn. Es ist vorbei. Saturnyn? Wie leichtfertig ihr diesen Namen doch verwendet. Aber ihr liegt mit eurer kleinen Vermutung falsch. Ich bin nicht Saturnyn. Du bist Willkür. Ich bin nur eine Klinge, die Saturnyn in diesem Krieg dient. Und diese Klinge ist nun auf euch gerichtet. Oh, oh. Wenn sonst nichts ist, da kommen Feinde, die mir das Leben schwer machen wollen. Mach schon. Ich hoffe, sie stirbt nicht. Während ich mich um ihn mal eben hier kümmere. Mann. Okay. Er haut ab. Ich kann es kaum glauben. All dieser Tod, all diese Zerstörung. Und wir haben dennoch nichts vorzuweisen? Weder Saturnyn noch Sicherheit? Der trauernde König hat diese Welt aus gutem Grund verlassen. Denn vom Haus der Sorgen sind nur noch Trümmer übrig. Was machen wir jetzt? Also er wollte irgendwas sagen, aber ich habe natürlich gerade voll angegriffen. Und in dem Moment kommt da irgendwas und ich habe halt meine Angriffstaste gedrückt. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Wahrscheinlich sowas wie, okay, ich werde jetzt gleich sterben. Scheiße, ich hau ab. Was machen wir jetzt? Wir müssen mit diesen Neuigkeiten zu Bisaran zurückkehren. Er wird wissen wollen, was hier geschehen ist. Bin froh, dass du noch lebst nebenbei. Leb wohl. Beamst du dich jetzt weg oder du läufst dahin, ne? Oder läufst du mit mir oder wie jetzt? Och nö. Aber es ist ja eine Kiste, es ist ja keine Bandruhe.
Das ist toll. So, das habe ich gut gemacht. Das war jetzt alles gar nicht so schlimm, aber wir sind noch nicht am Ende. Ja, ich habe einen Fluch, ich weiß, ich bin schlecht. Gut, hauen wir wieder ab. Nehmen noch das Versteck hier mit. Ja, gut. Tschüssi. Nicht, dass der Bizarane jetzt da vorne angegriffen wird oder so. Man weiß bei diesen Nebenquests, na, was heißt Nebenquest? Ist ja gar kein Nebenquest, aber so ein Nebenhauptquest. Man weiß halt immer nie, was passiert. Selbst wenn man zurückläuft, nicht. Ich hätte ja jetzt ehrlich gesagt lieber gegen ihn direkt gekämpft, aber okay. Schickt da halt eben seine Handlanger. Mit denen werden wir auch fertig. Und dann bin ich froh, wenn ich vielleicht nicht mehr hier so einen Support spielen muss. So, hey. Ja? Sorgenrebell. Mit dir soll ich nicht reden, nee. Wir sollen raus, okay. Den Weg kenne ich mittlerweile auch, weil ich halt die Tränke holen musste. Ab in den Wald der Klagen. So. Der müsste da vorne stehen oder nicht? Oder ist der ganz weit weg, der Typ? Oder ist der da hinten? So weit weg darf der doch gar nicht sein, oder? Ist der jetzt weit weg? Ich muss mal auf die Karte gucken. Ja, okay, der ist weit weg. Haus der Sorgen. Gehen wir mal wieder zurück. Komm schon, mach schon. Seht zu jetzt. Laden, 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 laden. Haben wir es dann? Ach, ich mag immer diese Musik. Diese feine Musik. So Magic-mäßig. So fantasievoll. Stehst du da oben jetzt? Ja. Saturn, diese letzte Wunde, die er uns geschlagen hat, könnte unser Ende bedeuten. Er muss nur noch uns beseitigen, dann kann er sich auf die Suche nach diesen Sorgen begeben. Doch genau das werden wir ihm verweigern. Mögen unsere Verluste unsere Entschlossenheit stärken. Wo wir einst den Sieg anstrebten, werden wir unseren Feind nun zermürben. Was sind die Sorgen? Die Feien sind die Verkörperung der Magie. Wenn ein Schürfer einen Feien von der Bürde des Winters befreit, existiert diese fortan in Form von Magie. Über die Jahrhunderte wurde diese Magie gesammelt und an einem geheimen Ort aufbewahrt. Dies sind die Sorgen, nach denen Saturnyn sucht. Okay, warum will er die Sorgen? Sie sind eine Art von Magie, die für einen sterblichen Verstand nur schwer zu begreifen ist. Aber die Ansammlung von Jahrhunderten der Sorgen ist eine wahrhaft schreckliche Waffe. Schon die Bürde einer einzigen Lebensspanne kann lähmend sein. Ihre Auswirkungen können Wahnsinn hervorrufen oder ein Leben dazu treiben, sich selbst zu beenden. Und Saturnyn hätte ein Jahrtausend der Sorgen in seinen Händen. Mit ihm könnte er die Moral einer ganzen Armee zerstören und sie vom Sieg ins absolute Chaos stürzen. Wie finden wir die Sorgen? Der Ort, an dem sie sich befinden, ist ein uraltes Geheimnis. Nur zwei Feien, die Ältesten, kennen ihn. Sie haben das Haus vor Jahrhunderten verlassen, um fortan in Damalrok zu leben. Der Weg zu ihnen wird durch die große Waage versperrt. Einen mächtigen Zauber, den ihr überwinden müsst. Nur so könnt ihr die Ältesten erreichen. Ihr müsst auf den Schalen der Waage Bestien töten. Der Tod ist das einzige Gewicht, das sie akzeptieren wird. Warum brauchen wir die Ältesten? Sie wissen, wo sich die Sorgen, Saturnyns wahres Ziel, befinden. Wir müssen sie aus ihrer Besinnung wecken und von ihnen lernen. Um sie zu erreichen, muss man sich auf die Straße nach Süden wagen, nach Damalrok, und die große Waage überwinden. Okay, die große Waage? Sie ist eine Manifestation der Magie, die verhindert, dass Eindringlinge die immerwährende Besinnung der Ältesten stören. Soweit ich weiß, erfüllen die Seiten des Raums die Funktion einer Waage. Wer auch immer an ihr vorbei will, muss den Tod selbst benutzen, um die Waage zu beeinflussen. Das einzige Gewicht, das die Waagschalen akzeptieren werden, ist der Tod.
Wenn also irgendetwas auf der Waage stirbt, bringt euch das den Ältesten einen Schritt näher. Mhm, die Ältesten. Kelrod und Alarane sind zwei der ältesten Feen im Reich des Winters. Sie sind sogar älter als das Haus selbst. Doch sie verließen uns, als der ursprüngliche Herrscher des Hauses, der trauernde König, starb. Ihre Hingabe galt den Sorgen, nicht dem Winter. Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter mit hoffentlich nicht so vielen Cuts und irgendwelchen Problemen oder so. Ich denke aber, das kriegen wir hin. Als nächstes geht's dann nach Dalmarok oder wie es heißt. Und dann schauen wir mal, wie der Schmu hier sich am besten irgendwann mal aufzwirbelt, ne? Ja, genau. So nennt man das, wenn man einen Quest löst. Bis dann. Tschüss.